Ich zeige euch heute, wie wir aus einem Salatkopf zwei Flaschen Wasser und diesem ganzen Zubehör ein Veggie-Badeparadies gestalten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können also einen Veggie-Brunnen machen, einfach nur das Wasser hier so rauskommt, oder eine Dusche, wo hier die einzelnen Düsen sind, wo das Wasser dann richtig spritzt. Dazu brauchen wir als erstes einen Schlauch, den ihr im Baumarkt oder im Gartenmarkt bekommt. Meiner hier ist von Gardena. Ich glaube, den kann man auch im Internet bestellen. Der hat hier die Maße 12 x 2 mm. Das ist wichtig, damit er dann auf die Teichpumpe passt. Diese Teichpumpe pumpt das Wasser aus dem Behälter hoch und je nachdem dann durch den kurzen Schlauch als Brunnen oder durch diese Düsen als Dusche. Als Teichpumpe habe ich hier eine Zimmerbrunnenpumpe. Die gibt es auch entweder im Internet bei Amazon oder ich habe sie auch im Baumarkt bekommen, wo ihr auch diesen Schlauch kaufen könnt. Hier steht jetzt hier 300 Liter, das heißt, diese Pumpe pumpt 300 Liter pro Stunde. Die ist zusätzlich noch reduzierbar auf 150, auf bis zu 150 Liter. Das reicht vollkommen für so eine kleine Wanne, wie die Welt sie brauchen. Da kann man dann hier drehen und die Stärke einstellen. Als Badewanne habe ich hier eine glasierte Tonschale. Glasiert deswegen zum einen, damit es für die Füße angenehmer ist und zum anderen, dass die Saugnäpfe von der Teichpumpe sich besser dran festsaugen können. Es ist ganz einfach. Ihr nehmt diese Teichpumpe, befestigt sie in der Schale, die saugt sich fest. Dann schaut ihr, dass der Schlauch, das Kabel, hier rausragt, nicht quer rüber, damit die Wellies nicht stört. Und dann, ich zeige euch jetzt mal die einfache Variante, einfach hier diesen Schlauch, den ihr so lang gestalten könnt, wie ihr wollt. Je kürzer, desto weniger spritzt es drüber hinaus. So, ich mache das jetzt auf minimal, damit es eben nicht so fest rausspritzt. Ich befestige das in der Badewanne. Dann kommt für die Füßchen, dass die sich festhalten können, der Badezusatz, in dem Fall Salat. Ihr könnt auch Basilikum nehmen oder Möhrengrün oder Petersilie. Der Vorteil von Salat ist, dass er sich nicht so in den Schlitzen hier von der Teichpumpe festsaugt. Das hier noch, so damit die Füße Halt finden. Die Wellies schauen schon ganz gespannt, weil sie wissen, wenn die Schale rauskommt, wird gleich gebadet. Dann nehme ich kein Leitungswasser, weil unser Wasser nicht so optimal ist für die Wellies. Ich nehme eins aus der Flasche und zwar eins mit ganz wenig Natrium. Am besten ist eins, das auch für Säuglinge geeignet ist. Das kommt dann hier einfach in die Badewanne. Für die große Schale, die ist jetzt 30 cm im Durchmesser, brauche ich etwa 1,5 von diesen Flaschen, also das ist dann etwa ein Dreiviertel Liter. Da hinten wird es langsam ruhiger, die Spannung steigt. Ich zeige es euch jetzt hier am Tisch, da können die Wellies natürlich nicht gleich baden, weil die das am liebsten auf ihrer Voliere haben. So, dann kommt jetzt einfach die Teichpumpe in die Steckdose. Und dann Wassermarsch. Noch zu wenig Wasser. Dann müsst ihr aufpassen, dass sie nicht trocken läuft, sonst geht sie kaputt, die Teichpumpe. Ein bisschen mehr noch.
Nochmal, Wassermarsch. Davor fehlt es jetzt. Jetzt geht's. So, und da kann man dann eben regulieren, wie stark der Strahl sein soll. Mal weiter aufdrehen. So. Seht ihr, das ist die ganz einfache Variante als Brunnen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie es aussieht, wenn die Dusche dran ist. So. Für die Dusche schneide ich einen entsprechend langen Schlauch ab. Der muss natürlich länger sein. Und damit der hier nicht in der Gegend rum springt, wäre es gut, wenn ihr irgendwo die Dusche platziert, wo vielleicht ein Ast oder eine Baumwollsitzstange als Gegenstück dann dienen kann. Die Dusche soll auf einer Seite geschlossen sein. Dafür habe ich so einen Stöpsel von einem Nasenspray verwendet. Das eignet sich ganz gut, kann man hier dann eben einfach reinstecken und zu ist es. Und die andere Seite kommt dann auf die Teichpumpe. Einfach ein bisschen hier festziehen, genau, und dann auch wieder drehen. Und dann eben hier oben auf der Voliere oder wo ihr die Dusche platziert, so platzieren, dass dann ein Ast oder eine Sitzstange das Gegenstück darstellt. Ich kann euch das dann auf der Voliere vielleicht noch zeigen. Ich habe das hier an der Leiter oben. Dann kann die Dusche nirgends abhauen. Ich schalte es jetzt mal ein und zeige euch, wie es aussieht, wenn es läuft. So. Seht ihr, das kommt das Wasser aus allen Hüsen. Es ist jetzt von der Stärke dann noch regulierbar, je nachdem, wie groß ihr die Löcher macht. Ich habe hier jetzt mal eins gewählt mit kleineren Löchern. Einfach mit einem Akkubohrschrauber hier die Löcher reinmachen, ein bisschen Abstand dazwischen lassen. Und vor allem schauen, dass hier kein Kunststoff dann bleibt, der für die Wellenrettiche dann gefährlich sein könnte. Ich hoffe, ihr versteht mich, auch wenn die heute fleißig mitreden. So, so viele Löcher, wie ihr wollt, hier dann einfach rein und dann auch das gleiche wieder da drauf. Und Wassermarsch, ganz einfach, und die Ladies haben Riesenfreude dran, wie ihr auf meinen Badevideos sehen könnt.